Geschickte Formulierung, Stichwort Hitler, aus dem Zusammenhang gerissen. Imageverlust. Und dann noch Kurzbahn-WM in Rio. Disqualifikation, Startabsage. Franziska van Almsick, die Spielverderberin. Franziska van Almsick. Als du die Bilder gerade gesehen hast von der Sportlerwahl des Jahres, wie du da standst, hast du gesagt, ich musste die Beine überkreuzen, weil ich noch nie so weiche Beine hatte. Wieso? Wieso waren die denn so weich? Du hast doch schon viele Ehrungen mitgekriegt. Ja, was ich eigentlich vorhin schon gesagt habe, das war diesmal irgendwie was ganz anderes. So. Also so völlig, ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, wieso ich das dieses Jahr geschafft habe, weil es ja wirklich ein sehr chaotisches Jahr war mit vielen Höhen und Tiefen. Noch viel chaotischer als die Jahre zuvor. Und dass ich das geschafft habe, war irgendwie so wie unfassbar, so ein bisschen. Und ich saß am Tisch und ich habe zu meinem Freund gesagt, du, ich kann jetzt nicht, das funktioniert nicht. Ich hatte so weiche Knie. Und dann stand ich oben und dann musste ich irgendwie, ich konnte nicht so normal auf zwei Beinen stehen, sondern musste die Füße so überkreuz, weil das, weiß ich nicht, ich war so aufgeregt. Und wenn du jetzt an die Tiefen denkst, ich meine, gerade nach so einer Wahl kann man ja an die Tiefen denken. Was war der absolute Tiefpunkt in diesem Jahr? Ja, es gab eigentlich zwei absolute Tiefpunkte. Das war einmal eben die ganze Situation bei der Europameisterschaft mit Hitler. Also ich sag mal, das 200 Freistilfinale habe ich eigentlich noch ziemlich gut verkraftet, weil ich mir selber bewiesen habe, dass es doch geht und ich da das eigentlich mit mir sehr gut ausmachen konnte. Aber dann die ganzen Anschuldigungen, was da passiert ist mit Hitler, hat mich sehr berührt. Und jetzt Rio, das war auch so ein ziemlicher Tiefpunkt. Sprechen wir einfach mal über die beiden Tiefpunkte. Du hast Hitler angesprochen. Das war ein Interview mit der Sport Zürich und die haben dich gefragt, warum dich Geschichte so interessiert. Ich lese einfach mal vor, was du gesagt hast. Ne? Ich will wissen, wie das alles so ablief, besonders der Zweite Weltkrieg. Fragt man die Leute nach Hitler, hört man immer, dass er ein Böser war, total blöd und viele Menschen umgebracht hat. Doch mich interessiert genau, was das für ein Typ war. Eigentlich war er ja ganz schlau. Ich habe meinen Kampf gelesen und plötzlich verstanden, wie er das gemacht hat, seine Wege. Verstehst du im Nachhinein den ganzen Rummel oder ist dir das immer noch... Ja, wie stehst du im Nachhinein zu dieser Äußerung und zu dem, was das ausgelöst hat? Ich muss vielleicht sagen, dass das ist immer schwer, gerade über so eine Sache zu reden und dann im Endeffekt das zu sagen, was man wirklich meint. Und ich interessiere mich für den Weltkrieg, für den Zweiten Weltkrieg und eben für Hitler, weil es so viele Sachen gibt oder weil es viele Menschen gibt, die ganz anders über ihn denken. Der eine sagt eben, er war ein ganz Böser, der andere sagt, es war ein ganz Schlauer und das interessiert mich einfach da ein bisschen nachzuforschen. Und ich habe eben das Interview gegeben und das wurde einfach falsch zitiert. Das war so ein ganz kleiner Auslöser und ich bin bei der Europameisterschaft an meinem einzigen freien Tag, das war ein Freitag, ins Freibad gekommen und da war die Hölle los und ich war so wahnsinnig enttäuscht, weil ich auf einmal gedacht habe, ich kann nicht mehr das sagen, was ich gerade denke. Dein Umfeld, so die Regina Eichhorn und dein Manager, die sagen, bei all dem, was vorher war, so niedergeschlagen haben wir sie noch nie gesehen. Du hast dann ja auch gesagt, ich bin kein Superstar und ich will kein Superstar sein. Warst du da kurz davor, alles zu verweigern in dem Moment? Ja, eigentlich schon. Also ich wollte im Endeffekt Konsequenzen ziehen und wollte mich so ein bisschen mehr zurückziehen in mein Schneckenhäuschen, so war mir zumindest zumute, aber da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Also es ging dann eigentlich am Ende alles ziemlich schnell, dass ich mich daraus eigentlich wieder erholt hatte. Und dann kam Rio. Ja, dann kam Rio. Na, das war dann wieder so eine Sache, die mich ziemlich niedergeschlagen hat. Ja, was ich eigentlich in diesem Jahr da zu so einem Thema vielleicht gelernt habe, ist, dass für mich das Menschliche jetzt eine unheimliche Rolle spielt. Vielleicht ist es wirklich, weil ich älter geworden bin, aber... Da lacht sie dabei. Ja, früher war das so, da war Schwimmen einfach alles, was für mich zählte. Also es gab überhaupt nichts anderes. Ich wollte dann immer nur ins Wasser und wollte zu meiner Schule gehen und dann war für mich, das war für mich Leben. Und jetzt gibt es aber viele andere Sachen noch, die ich gerne machen möchte und die für mich zählen. Was? Ja, Zeit haben für Freunde. Ich habe wahnsinnig viele Freunde verloren, was ich natürlich jetzt erst merke, was ich vorher nicht gemerkt habe, weil mir das überhaupt nicht wichtig war. Und gerade in der Zeit, gerade wenn es einem so ein bisschen schlecht geht, dann merkt man das ja, wie viele Freunde man hat, wie viele Leute dafür einen da sind. Und das Menschliche auch so, ich bin halt menschlich so ein bisschen enttäuscht worden in diesem Jahr.
Die Erfolge, die sportlichen Erfolge waren einfach eigentlich da. Von Leuten in deinem nahen Umfeld oder von Leuten, mit denen du zu tun hattest? Mehr von Leuten, mit denen ich eigentlich zu tun hatte. Tatsächlich? Ja. Also es, um es nur mal kurz anzusprechen, das war eben die ganze Rio-Geschichte. Man hat mir vorgeworfen, dass ich im Urlaub war und jeder, der da war, ich habe trainiert den ganzen Tag, zumindest zu den Zeiten, wo ich nicht im Wasser war. Und das war ja nun selten, dass ich im Wettkampfbecken war. Ich habe trainiert und habe mich wirklich bemüht, bei der Mannschaft zu bleiben und den Eindruck eines Nicht-Urlaubers zu hinterlassen. Aber jeder meinte, ich wäre zum Urlaub da. Selbst die eigenen Bundestrainer, selbst der eigene Verband trampelte auf mir noch ein bisschen drum rum und fand das anscheinend alles ganz witzig. Und es hat mich so wahnsinnig verletzt und das Vertrauen ist jetzt natürlich ein bisschen angeknackt. Lässt sich das beheben bis Atlanta? Ich meine, es ist ja wichtig, das ist eine eindeutige Kritik ja auch an den Bundestrainer. Ist doch wichtig. Ich denke, es muss sich auf alle Fälle beheben lassen, weil ich bin einfach ein zu sensibler Mensch, glaube ich, so ein bisschen geworden. Ernster vielleicht, nachdenklicher und das Menschliche, wie man ja seit 94, seit dem WM-Finale oder seit dem WM-Vorlauf gesehen hat, so ein Typ, dem menschlich alles so ziemlich nahe geht und ich denke, dass ich das auf alle Fälle beheben muss. Wenn du das so sagst, deine menschlichen Veränderungen, das Interesse für andere Dinge, du hast auch mal mit Boris Becker dich einmal unterhalten, das hast du ja auch schon mal erzählt, heißt das, das kann so eine Phase in deiner Karriere sein, wo du mal ausbrichst, so wie er es ja auch gemacht hat, oder ist das schon, deutet das darauf hin, dass du jetzt sagen wir mal auf der letzten Kurzbahn, im letzten Endspurt deiner Karriere bist und eigentlich Schwimmen, Atlanta und dann schnell was anderes? Also ich denke eher, dass es so ein kleiner Ausbruch sein wird, weil ich merke schon selber, ich habe ein bisschen Wut im Bauch jetzt auf Rio, das hat mir natürlich selber alles nicht so gut gefallen, wie das da abgelaufen ist und ich verspüre Wut, ich bin hier vorhin schon, haben mich bestimmt einige Leute gesehen, muss ich mir hinsetzen, ich habe so Muskelkater in den Beinen, ich habe jetzt in der letzten Woche dermaßen hart trainiert, ich kann kaum noch laufen, dass... Ich will jetzt auf alle Fälle richtig was tun und möchte auf alle Fälle wieder in die Form kommen, in der ich sonst bin. Das wünschen wir dir natürlich. Und zum Abschluss möchten wir dich noch unterstützen in deinem geschichtlichen Interesse. Das sollte man nicht abwürgen, sondern eher unterstützen. Es gab jetzt bis zum letzten Sonntag eine Dokumentationsreihe im ZDF. 6 Teile. Ne? Titel Hitler, die Bilanz. Und ich zitiere mal den ZDF-Pressetext. Um von Hitler frei zu werden, müssen wir uns mit ihm auseinandersetzen. Wenn wir ihn verdrängen, wird er uns bedrängen. Wenn wir uns ihm nähern, wird er sich entfernen. Wir haben dir die 6 Teile zusammengestellt zur Information. Super, danke schön. Und dazu das Buch zu dieser Serie, herausgegeben auch von Guido Knopp, da hat er noch eine Widmung reingeschrieben und von uns auch der Wunsch, dass du wach bleibst und das bezieht sich ja nicht nur auf den Sport. Dankeschön. Alles Gute.